Hallo bei musikerplus.de, der Nikolai hier und bei mir sitzt der Georg Pommer und der Georg ist nicht nur der Musical Director vom Zirkus Roncalli, auch wenn wir uns hier auf dem Gelände vom Zirkus Roncalli gerade befinden, auf dem Kölner Neumarkt, sondern er macht auch noch andere Musik, wenn er eben nicht in der Manege oder über der Manege sitzt. Und das ist seine aktuelle CD und darüber unterhalten wir uns jetzt ein bisschen. Georg, die CD ist ganz neu? Die ist brandneu, wirklich. Das sind die ersten Probepressungen. Die ist noch nicht veröffentlicht und ich bin gerade in Kontakt mit verschiedenen Labels und Vertrieben und suche da auch einen Vertrieb dafür und bin gespannt, wie die Rückmeldungen so sind. Ja, es ist was ganz anderes. Es ist ein Herzanliegen, Piano, Trio. Ich meine, das sind eigentlich die Wurzeln, von denen ich herkomme. Ich habe Jazz, Klavier studiert. Und es war mir immer ein Wunsch, wirklich nur eine CD mit einem Trio aufzunehmen, ganz puristisch und auch mit Komposition. Das sind jetzt im Prinzip 8 Eigenkompositionen von mir und dann gibt es noch 3 Bonustracks. Du hast große Klassiker mit dabei, sehe ich hier, Over the Rainbow. Genau, das sind 3 Bonustracks aus einem Live-Konzert, aus einem Live-Release-Konzert, was wir Ende letzten Jahres gemacht haben, in ganz kleinem Rahmen, was aber so toll war und so eine tolle Resonanz auch beim Publikum gefunden hat. So eine wirklich tolle Stimmung auch, die man da eben auf den Live-Tracks auch noch hört, dass ich die mit draufnehmen wollte. Wer spielt mit? Es sind mein Schlagzeuger Marcel Mahler und mein Bassist Fritz Roppel, Akustikbass und Akustik-Drumset. Es ist wenig Elektronik drauf, es gibt bei 2 Takes, gibt es mal ein bisschen Keyboards, aber in erster Linie ist es eben Flügel, Akustikbass und Akustik-Drumset. Und das macht, glaube ich, auch den Charme. Es gibt noch 2 Takes mit Sopransaxophon, aber das macht eben, glaube ich, auch den Charme von dieser CD aus, so, was er auch, finde ich, einen ganz besonderen Sound hat. Wir haben die im GPM-Studio in Solingen aufgenommen, die Basic Tracks. Dann gab es ein paar Overdubs in Oslo, im Rainbow Studios, die ich da gemacht habe. Das Mixing haben wir in den Rainbow Studios gemacht und das Mastering bei Sterling Sound New York. Also es hat schon wirklich eine tolle Soundqualität, muss ich wirklich sagen, bin richtig zufrieden mit. Wie lange hat die Produktion gedauert, wenn du erzählst, ihr wart in, wie sich das klassisch gehört, Aufnahme da, Abmischen da, Mastering wieder woanders? Es hat sich schon gezogen, weil ich musste das ja immer quasi in meiner Freizeit machen, wenn es natürlich auch ein Herzanliegen von mir war, die CD jetzt fertig zu machen. Es hat sich schon jetzt über ein Jahr eigentlich hingezogen. Aber jetzt ist sie fertig und es hat viel Reisen und viel Kopfschmerz auch zum Teil mit sich gebracht, weil du musst ja dann immer, man kann ja nicht immer dann nach Oslo, nach New York reisen, das heißt, ich kriege die Sachen dann online, dann muss ich wieder gegenhören mit der entsprechenden, auf der entsprechenden Anlage, verschiedenen Anlagen, zum Teil auch im Auto, das mache ich ganz gern, um zu hören, ist das wirklich so, wie ich das möchte, ist der Klang so, dann musstest du wieder das revidieren und zurückschicken, also es war ein sehr kreativer Prozess und ich durfte dabei natürlich auch mit tollen Leuten zusammenarbeiten. Erik von Rainbow Studios, ich meine, das ist der Gründer, das ist in Norwegen ist das ein Koryphäe, so wie Manfred Eicher hier in Deutschland, ECM. Oder auch bei Sterling Sound, das waren tolle Leute und tolle Sachen. Hattest du die Songs fertig, als ihr ins Studio gegangen seid, oder habt ihr die im Studio erst entwickelt? Wie ist das abgelaufen bei euch? Ich hatte die schon vorher aufgeschrieben, das brauchst du bei so komplexe Kompositionen sind. Zum Teil hat sich aber da im Studio auch noch das eine oder andere dann getan, dass wir gesagt haben, okay, wir verzichten da auf was und wir bringen da was rein. Ich hatte zum Teil bei einigen Dingen auch so einen Hang vorgesehen, ja. Ich weiß nicht, ob du das Instrument kennst, das ist quasi wie eine Steel-Drum, die man mit den Händen spielt. Und das hat sich dann im Nachhinein, war mir das dann zu viel Ethno. Und das hat auch wirklich abgelenkt von diesem puristischen Klang. Und so Dinge passieren natürlich dann immer auch erst bei der Aufnahme, wo du wieder dann überdenkst, oh, das müssen wir ein bisschen anders machen, das ist gut. Oder das müssen wir nochmal neu aufnehmen, da müssen wir nochmal einen Overdub machen. So. Also der kompositorische Prozess endet nicht, bevor du ins Studio gehst, sondern ihr arbeitet dann auch fleißig an den Stücken noch weiter. Das kann bei so einer Musik nicht sein, weil es ja auch zum Teil wirklich improvisierte Musik ist. Und es sind viele Sachen noch aufgeschrieben, aber es gibt auch wirklich das, was Jazz eben ausmacht als Musiksprache, das improvisierte Element, was ja auch ganz wichtig ist. Und dann gibt es natürlich auch
Tagesform, wo du sagen musst, okay, heute sind wir nicht so gut drauf oder heute sind wir nicht so gut zusammen, das müssen wir leider vergessen. Oder ein andermal ist man wieder gut drauf und so, und dann kann man diese Aufnahmen eben dann auch verwenden, verstehst du? Du hast so einen riesen Aufwand betrieben, was du erzählt hast. Die Aufnahmen hast du im einen Studio gemacht, das Abmischen im nächsten, das Mastering bei einem wirklich renommierten Mastering-Studio. Und dann wird das zum Schluss als MP3 irgendwo gehört. Bist du der Meinung, lohnt sich dieser Aufwand überhaupt? Unbedingt. Ich gebe Folgendes dazu zu bedenken. Wenn du zu Sterling gehst, ne, und da eine Session buchst, dann hast du die Auswahl, erstmal zwischen den verschiedenen Toningenieuren. Zum Zweiten kannst du entscheiden, verstehst du, ob du einen Mix oder ein Mastering machen willst für iTunes. Das gibt es mittlerweile, also entsprechend MP3-Mix, wo unten und oben jede Menge weggeschnitten wird, dass es eben vom Datenformat überhaupt reinpasst. Oder du entscheidest dich für ein High-End-Audio. Das ist jetzt auch nicht ein super High-End-Audio, aber es ist so, dass du es wirklich auf erstmal, dass es auf allen Equipments, die du hast, gut klingt. Also egal, ob du es jetzt Mono hörst, verstehst du, auf dem Ghetto Blaster oder im Auto mit Fahrgeräuschen, verstehst du, oder im Studio, es klingt wirklich überall toll. Und der Anspruch, ich finde, ganz wichtig ist der Anspruch des Künstlers, und dem ist es mein Anspruch, der ich ja das auch noch produziert habe dazu, dass es wirklich mir vom Sound gefallen muss. Und ich lege da schon Wert drauf, dass ich wirklich einen tollen, weichen Sound habe. Weißt du, wenn du nur ein Trio hast und das akustische Element, dann willst du das nicht zumüllen, in Anführungszeichen, mit irgendwelchen Synth-Sounds, oder du willst das nicht komprimieren, weißt du, oder du willst, dass das offen klingt, dass die Musik wirklich lebt. Das an sich, es muss einfach toll klingen und mir gefallen. Das war mein Maßstab. Das ist der Soundmaßstab. Zum anderen ist es ja so, dass wenn du mit vielen Leuten zusammenarbeitest, und ich finde, ein Tontechniker, jemand, der am Mischpult sitzt, hat eine ganz, ganz wesentliche Funktion auch. Dann lernst du auch wieder neue Aspekte der Musik kennen. Was du plötzlich hörst, du, dass die Beckenkuppe, und das sind so feine Sachen, dass das wirklich klingt. Wenn auch niemand weiß, sag ich mal, oder die wenigsten halt wissen, was das jetzt genau ist und warum das so klingt oder woher das kommt, dann bin ich der Ansicht, man fühlt es trotzdem. Du fühlst es, ob man irgendwas an Herzblut reingelegt hat oder nicht. Und das war mir eben wichtig. Vielen Dank, Georg. Gerne. Wir halten die CD nochmal in die Kamera. Nord heißt sie, vom Georg Pommer Trio. Und die hören wir uns jetzt an.